Ja, vielen Dank, Kilian Kleinschmidt. Bitte laufen Sie mir nicht davon. Sie tragen dazu bei, dass wir das Podium jetzt vergrößern, auch die anderen Herrschaften. Wenn es offene Fragen gibt, die mag es ergeben. Sie haben in 40 Minuten circa dazu Zeit, sie zu stellen. Vorher stelle ich Ihnen noch vier andere Diskutanten vor, die ich jetzt auf die Bühne bitten würde. Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen. Hallo. Mario Thaler von Ärzte ohne Grenzen. Sie merken, wir sind heute grenzenlos. Und wir sind auch international. Wir haben den Thomas Gradl von Transparency International und den Thomas Robatscher von SOS Kinderdörfer International. Ich spiele jetzt die Rubina Möhring. Oh, Entschuldigung. Nachdem der Kilian Kleinschmidt ja diese Vernetzung durchaus als etwas repressiv empfunden hat, als oppressiv auch empfunden hat, möchte ich beginnen mit dem Mario Thaler von Ärzte ohne Grenzen. Bei Ihnen heißt es ja, dass der Technikeinsatz relativ hoch ist. Sehen Sie das auch so, dass Sie das knebelt? Und wie schaut das konkret aus? Ja, schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung. Sehr interessantes Thema heute. Sehr interessanter Vortrag. Ich kann fast allem zustimmen, was Sie gesagt haben. Ich kenne auch selbst noch, auch wenn ich ein bisschen später in dieses Geschäft sozusagen eingestiegen bin, diese Nostalgie noch, wo es einfach so war, dass man Entscheidungen treffen musste, sich nicht darauf verlassen konnte, dass es irgendwo in einem Headquarter ein Team gibt, das einen sozusagen sofort berät oder eben vielleicht auch nicht so schnell berät. Das ist ja heutzutage oft das Problem. Wir sind auch eine jener Organisation, die immer wieder zu aufrufen, verstärkt, also direkt im Feld, wie wir sagen, tätig zu werden und sozusagen den Blick von den Laptops zu nehmen und von den Reports zu nehmen. Knebelt uns dieses System? Ja, auch uns. Auch wir sind von dieser, die ist gar nicht Transparenzwut, aber von dieser Berichtswut, die ja zum Teil herrscht, in unserem Feld, auch wir sind sozusagen hier ein Stück weit gefangen, oder auch nicht, es geht uns hier nicht sehr viel anders. Aber ist das ein generelles Internetproblem? Oder? Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es hat natürlich auch was damit zu tun, dass in unserem Fall unsere Grenzen wird ja zum überwiegenden Teil von privaten Spendern finanziert, dass der Spender heute natürlich sehr schnell Zugang hat. Ja? Und insofern bekommt man natürlich schon den Eindruck, dass Spender auch oft meinen, man wirft oben den Spendeneuro rein und unten kommt dann der Bericht gleich raus, so in die Richtung, nicht? Also es hat schon was damit zu tun, dass hier alles auch viel schneller geht, und es hat natürlich auch mit dem Internet zu tun. Aber diese Berichtswut und diese überbordende Koordinationsfunktion hat nicht nur damit was zu tun. Also ich glaube schon, dass das auch sehr viel mit Strukturen zu tun hat, die sich einfach auch über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben. Wir sind auch eine jener Organisationen, die hier zum Beispiel UN-Cluster-Systeme auch immer sehr kritisch sehen und das hier auch ein Stück weit verabschieden und sagen, okay, wir tauschen uns aus, wir sind aber nicht Teil dieses Clusters. Ja. Hier bekommt man sehr schnell sozusagen auch eine Struktur übergestülpt, die einen dann mehr oder weniger dazu zwingt, in Entscheidungsstrukturen zu verharren. Weil Sie Pakistan angesprochen haben, ich war selbst in einer Überflutung, nicht 2010, das war 2007 schon in Pakistan, sind hingekommen und waren eine der ersten Organisationen, haben dort natürlich den Bedarf gesehen, haben angefangen zu arbeiten, und nach wenigen Tagen kamen dann viele andere Organisationen und haben sozusagen ihre Zelte so neben unserem Zelt aufgebaut. Und dann war die Frage, aber es gibt doch hier sehr viele andere Orte, wo man eigentlich helfen müsste, und das wusste man. Und ja, man war gefangen in diesem System, wo Gelder gezielt für diesen einen Ort, für diese eine Region zur Verfügung waren. Also es hat nicht nur was mit der Vernetzung zu tun. Eben, ich hätte mir jetzt erwartet, Sie setzen ja Drohnen ein, habe ich gehört. Sie haben eine Crowdsourcing-App entwickelt, um Leute, auch ohne dass sie spenden, quasi bei der Stange zu halten. Dass sie sagen, super, jetzt sind Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren. Ja. Also wie gesagt, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann das natürlich
stellt dann das wieder vor neue Probleme. Aber natürlich sind heute die neuen Technologien das, was uns ein ganz anderes Arbeiten ermöglicht. Die Drohnen oder unmanned vehicles, wie sie so schön heißen, war ein Thema, das wir vor, ich weiß noch gar nicht so langer Zeit, wirklich heftigst diskutiert haben. Heute verwenden wir es in gewissen Ländern, in gewissen Einsätzen. MapSwipe und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, um hier die neuen Technologien natürlich besser einzusetzen. Ich möchte aber vielleicht, das ist vielleicht für uns das wichtige Beispiel, anhand von dem Syrien-Konflikt erklären, wie sehr die neuen Medien und das Internet wirklich unsere Arbeit auch verändert haben und wir sind erst auch wirklich jetzt in den letzten Jahren draufgekommen. Es ist nämlich, also Ärzte ohne Grenzen wird ja sehr oft auch kritisiert für diese sogenannte Boots on the Ground Mentality. Das heißt, ein Arzt, sehr oft aus einem westlichen Land, zusammen mit nationalen Mitarbeitern führen vor Ort sozusagen die medizinischen Aktivitäten durch. Und wenn wir das nicht so in diesem System machen können, dann haben wir es in der Vergangenheit oft nicht gemacht. Nun sehen wir Syrien. Syrien ist eines jener Länder, wo der Bedarf unumstritten enorm hoch ist, wo wir aber sozusagen mit dieser Art von Arbeit, mit dieser Art von Struktur nicht arbeiten können, weil einfach die Gefahr von Entführung und das Sicherheitsrisiko für unsere Mitarbeiter zu hoch ist. Hier haben uns Tools wie Twitter, Skype, WhatsApp, aber auch Facebook wirklich, also wir mussten lernen, damit in solchen Situationen umzugehen. Das heißt, wir haben hier über Netzwerke, haben es geschafft, ein Ärztenetzwerk aufzubauen. Wir unterstützen 133 Krankenhäuser in Syrien, sowohl auf der, ich sage jetzt mal einfach, auf der Rebellenseite, als auch auf der Seite des Assad-Regimes. Vieles davon ist absolut nicht bekannt. Das heißt, das sind sozusagen Hidden Doctors, wie es schön heißt, oder versteckte Netzwerke. Die können wir nur bedienen über diese sozialen Medien. Wir schicken Tonnen von Medikamenten und anderen technischen Materialien nach Syrien, die sozusagen auch über diese Netzwerke wiederum kontrolliert werden. Wir nutzen Bezahlsysteme, um sozusagen diese Ärzte, die ja de facto für Ärzte ohne Grenzen arbeiten, aber nicht wirklich auch einen Vertrag haben, sondern auf unserer Payroll sind sozusagen, um sie dann bezahlen zu können. Also hier, das war für uns vor 5 Jahren noch gar nicht denkbar. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Podium hier ist sehr heterogen. Am ehesten gehören noch Kilian Kleinschmidt und Mario Thaler eben in einem Feld zusammen. Wie schaut das denn bei Ihnen aus, Herr Robertscher? Sehen Sie das auch eher negativ, diese Vernetzung, diese 25 Jahre Vernetzung, oder hat sich Ihre Arbeit fundamental erleichtert und gewandelt? Zuerst mal einen guten Nachmittag an alle. Danke fürs Kommen und danke für die Einladung. Unsere Arbeit hat sich in meiner Augen sicher zum Positiven gewandelt durch die ganze Vernetzung. Natürlich gibt es Schattenseiten, das ist ganz klar. Auch Kinder, Zugang von Kindern zu Internet hat seine Nachteile. Aber wenn ich daran denke, wie weit wir unsere Arbeit effizienter, schneller und besser gestalten haben können, wie viele zusätzliche Möglichkeiten im Fundraising wir haben, welche zusätzlichen Möglichkeiten wir heute haben, draußen unseren Kindern und Familien, die wir betreuen, eine gewisse Erziehung, also Wissen zu vermitteln, welche Möglichkeiten wir haben im medizinischen Bereich, ja, solange wir doch medizinische Dienstleistungen unterstützen, also da hat sie wahnsinnig viel getan. Ja. Auch über soziale Medien, wie weit man Kinderrechte zum Beispiel propagieren kann, wie tief man da gehen kann, nicht nur um Spender zu rekrutieren, sondern wirklich auf Regierungen Einfluss zu nehmen. Das wäre alles ohne Internet nicht möglich. Ja. Wie machen Sie das als SOS Kinderdörfer International? Ja, wir haben eigene Advocacy-Teams, ne, ja. Also die einfach mit Regierungen arbeiten und die versuchen natürlich auch über Social Media Druck zu machen, ne. Und Kinderrechte einfach zu proklamieren. Also, ja. Und das Fundraising ist einfacher geworden, weil ihr erwähnt habt, diese Straßenkeiler, womit ich schwer leben kann. Ja. Ich kann ja auch schwer leben, wir sind unsere Konkurrenten sozusagen. Ich stehe mehr für das digitale Fundraising, aber die bringen immer noch Geld. Also wenn die Menschen denen Geld geben,
so lange werden die auf der Straße stehen. Ja. Fundraising hat einfach zusätzliche Kanäle aufgemacht. Ja. Wir haben ja auch, wir machen ja inzwischen nicht nur Fundraising in Mitteleuropa, sondern wir setzen alles daran, dass auch Fundraising in Lateinamerika, in Afrika, in Asien zu machen. Und dort sind die Fundraising-Aktivitäten eigentlich viel, viel stärker internetlastig, ja, wie bei uns sozusagen in unserem Breitengraden. Ja. Und man kann diesen Leuten auch viel besser helfen. Ja. Man kann ihnen über eine größere Distanz helfen, Wissen aufzubauen, Fundraising zu betreiben. Wir sind zum Beispiel jetzt in Lateinamerika inzwischen sehr erfolgreich. Wir machen sehr viel Einkommen in Lateinamerika bereits selber und die Länder dort können sich immer stärker selber finanzieren. Ja. Also das wären Möglichkeiten, die wir früher dort gar nicht gehabt hätten, weil dort zum Beispiel dieses Fundraising über die Post oder so gar nicht so funktioniert, weil die Leute gar keine richtigen Adressen haben, weil die Post dort nicht so zuverlässig ist wie bei uns. Also da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Ja. Und Sie bieten auch irgendwie Online-Kurse an, Online-Education, jetzt für Ihre eigene Organisation, habe ich das recht verstanden? Ja, wir betreiben schon länger ein Intranet, wo man halt verschiedenste Dokumente, das fängt dann bei Richtlinien, aber auch bei Schulungsdokumenten reinstellen kann. Wir wollen jetzt auch dann wachsen mit dem neuen Personalchef im Bereich E-Learning für die eigenen Mitarbeiter und wir sind jetzt auch dabei, zum Beispiel unseren Kindern Möglichkeiten von E-Learning und so zu bieten. Auch Flüchtlingen übrigens ist ein sehr gut angenommenes Service. Ja. Einfach um dort gewisse Hürden, die man vor Ort, zum Beispiel in Afrika hat, um Unterrichtsmaterialien zu bekommen oder Hürden, die man überwinden muss, weil es zu wenig Lehrer gibt, einfach digital zu unterstützen. Wir haben in Kenia ein Programm mit Plan International zusammen, das heißt Open Space Literacy, ja, wo man in relativ großen Klassen versucht, den Unterricht effizienter, lebendiger zu gestalten, indem man dort also digitale Medien einsetzt. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben jetzt auch eine externe Studie darüber gemacht und die bescheinigt uns, dass in diesen Klassen der Lernerfolg besser ist. Ja. Ähnliche Sachen versuchen wir jetzt in Flüchtlingscamps. Ne. Da sitzen die armen Kinder dort, weiß ich wie lange, in Griechenland, Mazedonien, Serbien, sonst wo, warten, weil nicht abgeholt und versäumen sozusagen möglicherweise Monate, Jahre von Schulausbildung. Ja. Und da sind wir jetzt auch beim Nachschauen und wie man die Sache noch besser unterstützen und regeln kann. Ne. Ihre Assets sind ja sozusagen Kinderschutz und Kinderrechte. Die Assets von Report ohne Grenzen und von Robina Möhring sind Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Da schaut die Situation wieder ganz anders aus, weil es da, glaube ich, auch gerade durch die Vernetzung auch wiederum Schattenseiten gibt auch. Aus ja, Ihrer Erfahrung. Das Medium ist unser Medium sozusagen, das wir verteidigen und für dessen Freiheit wir kämpfen. Zum Fundraising, das ist bei uns wesentlich schwieriger, weil wir ein wesentlich weniger sichtbare NGO sind, unsere Arbeit weniger sichtbar ist, als zum Beispiel bei Ärzte ohne Grenzen. Ich sage immer, Ärzte ohne Grenzen kann mit Mullbinden und Operationswerkzeug kommen. Wir können nur mit unseren guten Ratschlägen kommen, wir werden meistens schon am Flughafen wieder zurückgeschickt, wenn wir kommen. Das Wichtige ist, glaube ich, und das hat auch eine Veränderung bei unserer NGO, hat dazu beigetragen, gerade die Digitalisierung. Früher gab es verfolgte Journalistinnen und Journalisten, es gab Medienassistenten, inzwischen ist es in unseren Barometern auch wird berücksichtigt, verfolgte Blogger, verfolgte Internetspezialisten, das gehört inzwischen alles zu den Medien hinein, die wir beobachten, oder Medienarbeiter besser gesagt, und für die wir uns einsetzen, damit sie in aller Ruhe und Vernünftigkeit arbeiten können. Wir haben auch seit einigen Jahren einen Tag des Internets, um darauf aufmerksam zu machen, dass Journalismus und Informationen eben nicht nur auf geschriebenen oder gesprochenen oder gefilmten Informationen beruht, sondern eben auf Internetkommunikation. Ich möchte ganz gerne diese Entwicklung, die wir hier durchgemacht haben, in den letzten 25 Jahren durchaus vergleichen mit der Gutenbergschen Revolution, medialen Revolution. Das ist ein ungeheurer Fortschritt entstanden. Die schnelle Kommunikation, die problemlose Kommunikation, den direkten Kontakt, den man durch das Internet haben kann. Es ist ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft auch entstanden, wie wir vorhin ja auch gesehen haben, wo in der Welt die Dichte der Internetvernetzung stärker ist und wo schwächer. Es ist aber eine große Gefahr, nicht nur die der Zweiklassengesellschaft, sondern auch die der Informationsgesellschaft und Wissenschaftsgesellschaft, die ja streng ineinander oder sehr eng ineinander greifen.
Man muss eigentlich heutzutage sagen, dass neue ethische Normen aufgestellt werden müssen, auch was den Internetjournalismus betrifft. Wir werden immer noch geleitet von den Maximen der Aufklärung, der Französischen Revolution, was die Meinungsfreiheit betrifft, die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit, die basiert auf demokratiepolitischen Fundamenten. Im Internet gibt es die Blogger, die ihre Meinung sagen, das ist aber nicht immer recherchierter Journalismus. Wir können, wenn wir Informationen bekommen, nicht mehr genau verifizieren, sind das nun tatsächliche. Also wir können den journalistischen Gegencheck nicht machen. Wir müssen das nehmen, was wir bekommen und müssen sagen, also wir haben die und die Quelle. Manchmal kann man die Quellen nicht nennen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Da ist eine große Gefahr auch dabei der manipulierten Information, eben weil der Gegencheck nicht mehr möglich ist. Und es ist auf der anderen Seite die Gefahr auch, dass man, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen in Ländern kommuniziert via Internet, dass man sie auch gefährdet. Es ist jetzt ganz deutlich zu sehen, zum Beispiel in der Türkei, Sie wissen, da gibt es also Massenentlassungen und Massenverhaftungen bei Intellektuellen. Das hat bei Journalisten und Journalistinnen und Richterinnen und Juristinnen begonnen, geht jetzt über an die Universitäten und an die Schulen. Ich habe am Anfang nach diesen Putschtagen Mitte Juli noch kommuniziert via Internet mit Kollegen, auch von unserer Organisation in der Türkei, habe ihnen angeboten, wenn sie Hilfe brauchen, kam doch ein Danke und dann kam nichts mehr und ich melde mich auch nicht mehr. Ich warte, dass sie sich melden, um sie selbst nicht zu gefährden, dass sie vielleicht revolutionsträchtige Kontakte im Ausland haben. Das ist eine Verantwortung, die man auch trägt, wenn man über das Internet kommuniziert. Das zweite oder das dritte besser gesagt schon ist es, dass natürlich durch die Hochtechnologisierung auch der Sicherheitsdienste das Internet überwacht werden kann. Wir wissen nicht mehr, was ist wirklich geheim und was ist nicht geheim, trotz Verschlüsselungen. Es geht so weit, dass also zum Beispiel Diplomaten dazu neigen, in einen freien Raum zu gehen, wenn sie etwas besprechen, um nicht bespitzelt zu werden. Vorhin wurde gesagt, es ist gut, du hast es selbst gesagt, dass es nicht mehr die Post gibt. Manchmal glaube ich, wäre es sogar einfacher, man kommuniziert über postalisch versendete Briefe als über digitale Briefe, sofern das Postgeheimnis noch gewahrt wird. Also wir sehen, das ist eine sehr zweischneidige Geschichte, die natürlich unheimlich positiv ist und toll ist. Ja, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das Internet zu leben. Und ich war auch damals in den 90er Jahren, als es eingeführt wurde, gehörte ich so zu der ersten Generation, weil ich Freunde in Amerika hatte, mit denen ich nun kommunizieren wollte. Inzwischen bin ich ein digitaler Dinosaurier und meine Kinder sind Digital Natives, aber das ist was anderes. Wie gesagt, es bedarf einer neuen Ethik, es bedarf einer großen, nicht nur einer Jubelsituation, wie toll das Internet ist, es bedarf auch Vorsicht und Bedachtsamkeit. Und ich halte es für sehr wichtig, wenn wir nun an die kommenden Generationen denken und auch das Internet und der Gebrauch des Internets wird sich weiterentwickeln, dass rechtzeitig an den Schulen ein Internetunterricht, Medienunterricht eingerichtet wird. Mit den Computern können die Kinder alle umgehen, das können sie eigentlich schon, bevor sie laufen können. Aber sie müssen lernen, rechtzeitig lernen, mit Informationen umzugehen, die ihnen das Internet bietet und Informationen auch zu interpretieren, um zu wissen, wer die Absender sein könnten. Man muss dazu sagen, glaube ich, E-Mail gilt gemeinhin als Postkarte. Ja? Wenn es unverschlüsselt ist, das darf man einfach nie vergessen, wenn man eine E-Mail schickt, schickt man eine Postkarte. Genau. Die hat der Postler früher in den 70er, 80er Jahren auch gern gelesen, wenn er Zeit hatte und neugierig war. Ja. Genau. Aber Sie merken, links von mir gibt es einen leichten Retro-Blog, rechts von mir gibt es offenbar die positiveren Stimmen. Thomas Gardel, Transparency International, wie ist das bei Ihnen? Ja, für unseren Vereinszweck, hört man nicht? Ja? Für unseren Vereinszweck ist das Internet und der schnelle Informationsaustausch, die schnelle Verfügbarkeit von Informationen natürlich traumhaft, weil wir heißen ja nicht zufällig Transparency, sondern deshalb, weil wir überzeugt sind, dass Transparenz das ideale Gegenmittel gegen Korruption oder für Korruptionsprävention ist. Denn Korruption
und Korruptionshandlungen finden ja, ja per se im Verborgenen statt. Und wenn wir es schaffen, gefährdete Handlungen transparent zu machen, dann bietet sich überhaupt nicht mehr die Chance, solche Handlungen durchzuführen. Das betrifft alle Bereiche, also von Dingen wie, wer macht eigentlich unsere Gesetze? Sind das die Politiker oder sind das irgendwelche Lobbyisten aus der Privatwirtschaft, die da hingehen? Das kann man wunderbar transparent machen mit einem Lobbying-Register, wo dann eingetragen wird, wer darf überhaupt lobbyieren, wer kommt ins Parlament, wie lange ist er da, mit wem spricht er da. Einen legislativen Fußabdruck dann, das bedeutet, dass in der Entstehung eines Gesetzes einfach vermerkt wird, wer hat da mitgewirkt, wer hat da mitgesprochen, welche Passage stammt von wem. Das kann man durch das Internet und durch die Information wahnsinnig leicht transparent machen. Wir sind zwar noch nicht da, wir haben seit 2013 ein Lobbying-Register in Österreich, das funktioniert noch nicht so, wie wir das gerne hätten, aber wir haben mal einen ersten Schritt gemacht. Ein anderes Beispiel wären sowas, was uns alle betrifft, Operationslisten. Wenn man irgendeine Operation braucht, man hat den Termin Montagvormittag um 9, dann kommt der Arzt um 8:30 und sagt, ja, der Zimmernachbar, das war dringender, tut mir leid, wir müssen Sie verschieben. Dann wissen Sie ja nie, ob der nicht vielleicht irgendwie dem Arzt 5.000 Euro in irgendeinem Kuvert zugesteckt hat. Das heißt auch tatsächlich dann Kuvertmedizin, solche Dinge. Das können Sie nie überprüfen. Wenn man dagegen transparente Operationslisten hat, was wir zum Glück erreicht haben, dann wissen Sie automatisch, wo stehe ich denn auf dieser Operationsliste und wenn es da Änderungen gibt, wird da eingetragen, warum es diese Änderungen gab. Und so kann man die Chance für Täter von korrupten Handlungen, solche Handlungen zu begehen, einfach sehr leicht reduzieren. Und das Argument, das klassische Argument, was uns immer entgegengehalten wurde, ja um Gottes Willen, das ist ja ein Riesenaufwand, da noch einen Bericht und hier die Daten und das, zieht immer weniger, dadurch, dass mit den neuen Informationstechnologien Daten sehr schnell verarbeitet und sehr schnell in einem ja, nutzerfreundlichen Format zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, im Krankenhaus wird es vielleicht bald heißen, alle Angaben ohne Kuvert. Idealerweise, aber ja. Sie sehen offenbar eben diese Datenflut sehr positiv für Ihren Zweig. Wahrscheinlich muss man da wirklich genau unterscheiden, in welchem Zweig jemand tätig ist. Ja, Datenflut an sich ist für uns natürlich, für unseren Vereinszweck sehr positiv, wobei man ja, den Wald vor lauter Bäumen durchaus auch nicht mehr sehen kann. Also es geht schon auch darum, die Informationen entsprechend zu koordinieren und aufzubereiten, wobei ich es ein bisschen anders sehe als der Herr Kleinschmidt. Ich glaube, solche Dinge wie, dass die Entscheidung zentralisiert wird, dass zu viele Informationen das Management erschweren, ist nicht unbedingt oder nicht primär zumindest ein Problem des Internets, sondern ist mehr ein Strukturproblem, ein Organisationsproblem. Also wenn wir beim Stichwort Fundraising vorhin waren, das Internet bietet ja wahnsinnig tolle Möglichkeiten, sehr schnell sehr viele Leute zu erreichen, gezielt die Zielgruppen anzusprechen und so weiter. Aber nicht nur, weil diese Tools existieren, bekommen wir auf einmal Millionen von Spenden, sondern man muss schon auch Zeit investieren und Geld investieren, erstmal um diese Tools auch wirklich richtig zu nutzen. Also so wie früher wir die Briefe weggeschmissen haben, die wir im Postkasten hatten mit Spenden Sie jetzt, klicken die Leute jetzt auf Löschen, bevor sie die E-Mail überhaupt gelesen haben, wenn wir einfach schreiben, bitte spenden Sie uns jetzt. Sondern es geht ja da auch erstmal darum, die Leute überhaupt dafür zu interessieren, worum geht es unserer Organisation, was wollen wir, wie können Sie helfen. Und ich glaube, das Gleiche gilt für solche Dinge wie Entscheidungsfindung und Management. Man kann, wenn man die Instrumente richtig nutzt, Informationen sehr leicht symmetrisch verteilen, dass jeder Zugriff auf die gleichen Informationen hat. Das erleichtert die dezentrale Entscheidungsfindung. Das kommt natürlich so kleine Nationalbüros wie uns wieder entgegen, dann braucht man weniger Mitarbeiter für die klassische Verwaltung. Aber man muss natürlich die Zeit erstmal investieren, um das richtige Tool zu finden, das man braucht, um das zu erlernen, wie man das richtig nutzt. Und dann, denke ich, kommt es einem sehr entgegen. Wenn man hingegen wahllos sagt, ach, das klingt super, das war das erste Google-Ergebnis, das nehmen wir jetzt mal, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Und dann wird es sehr schnell bürokratisch und ineffizient. Herr Rubatscher, würden Sie auch sagen, dass Sie ein datenintensives Unternehmen sind? Jein. Wir sind am Weg dorthin. Aber ich glaube, Datenflut ist ein Schlagwort, das haben wir jetzt lange gehört. Die Antwort darauf ist Big Data, also die ganzen Technologien und Muster in Daten zu erkennen. Wo wir mehr jetzt natürlich Herausforderungen haben, ist natürlich die Leute vor Ort nicht
sinnlos mit Erfassen von Daten zu beschäftigen. Da muss man sicher schauen, dass man den Druck, also speziell von Institutionellen und von Corporate Donors, ein bisschen herausnimmt. Die normalen Spender, sozusagen individuellen Spender, die sind ja da ohne dies viel, viel großzügiger und viel, die verlangen lange nicht so viel Daten. Ja. Andererseits ist es natürlich wichtig, wenn man gewisse Daten hat in einer Organisation wie SOS Kinderdorf, die in 133 Ländern arbeitet, wie sollen wir Qualitätskontrolle vom globalen Level sozusagen gewährleisten. Ja? Aber ich bin da bei Herrn Kleinschmidt, es müssen nicht 400 Daten sein, manchmal sind es 10 Datensätze, die uns im International Office reichen und 10 Datensätze vor Ort. Und auch die Dezentralisierung kann man so und so sehen. Wir haben vor 3-4 Jahren umstrukturiert bei SOS Kinderdorf International, haben dezentralisiert. Das heißt, wir haben in der Zentrale Leute abgebaut und Stellen hinaus geschiftet in die Regionalbüros. Und das war alles eigentlich sehr heftig unterstützt durch virtuelle Banden sozusagen, die wir um uns geschlossen haben. Also man kann Technologie, Internettechnologie sehr wohl auch benutzen, um zu dezentralisieren. Ja. Also das ist, da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist einfach die Frage, welche Philosophie setzt sie an. Ja? Aber die Technologie drängt uns ganz sicher nicht in eine Richtung. Sie haben das Stichwort Transparenz angesprochen, der Herr Gradl, Herr Kleinschmidt, Sie haben gemeint, Transparenz, diese Forderung nach Transparenz gegenüber Gebern und Nehmern kann auch dazu führen, dass man wirklich unter einem bürokratischen Berg mehr oder weniger unmobil gemacht wird, immobil, auch wenn man KK oder Kilo Kilo Mobile heißt. Ja. Ja, also nochmal, um das klarzustellen, also ich sehe wirklich die Vorteile der Vernetzung überwiegen die Nachteile und die Nostalgie, also das möchte ich nochmal klar machen. Aber ich glaube eben auch, dass wir in unsere Systeme einfach als solches nicht mitgewachsen sind. Und da ist im Grunde das Problem. Wir haben also antiquierte Managementsysteme, die einfach mit diesen ganzen Möglichkeiten gar nicht umgehen können. Ich meine, ich war morgen hier bei der Bank, es ist schon irrsinnig, was da möglich ist inzwischen. Nicht? Das war vorher undenkbar und ich möchte da zum Beispiel Indien jetzt mal nennen, wo gerade in den letzten 4 Jahren, glaube ich, eine unwahrscheinliche Zahl von Menschen im Grunde in die Finanzsysteme hineingekommen sind, weil natürlich das starre bürokratische System verbessert worden ist und weil natürlich auch wiederum die Finanzsysteme sich auch sehr weit entwickelt haben. Und da hat also die Politik Entscheidungen treffen müssen. Auf einmal sind über die Hälfte der Inder irgendwie in das Bankensystem hineingekommen. Da kann man dann davon halten, was man will. Gibt es natürlich auch inzwischen natürlich Bewegungen, die das erreichen werden, dass man gar kein Bankkonto mehr braucht, sondern dass man in eine Richtung gehen kann, wo also Finanztransaktionen, Internetwährungen und so weiter stattfinden können. Wie wir das in Kenia erleben, wie wir das in vielen, vielen Ländern immer effektiver sehen. Und das ist natürlich die Zukunft. Banking, the unbankable, das ist so ein ganz großes Thema, das jetzt möglich geworden ist. Oder nehmen wir jetzt nochmal Erziehung. Also wir haben ja dieses Mantra, Education, also für den ganzen Nahen Osten schreien wir jetzt, da müssen alle Kinder und alle Flüchtlingskinder müssen jetzt in die Schule kommen. Ich bin davon überzeugt, die Kinder müssen nicht in die Schule kommen, denn die Schulen dort sind Instrumentarien im Grunde der Unterdrückung oder der Systeme, die versuchen, jegliche Veränderungen zu verhindern. Sondern wir müssen es schaffen, dass die Kinder Zugang haben zu Informationen, zum Lernen, zum Online-Zugang zu Dingen, die sie in der Schule nicht bekommen, zu einer Fähigkeit zu diskutieren, sich auszutauschen. Das ist moderne Erziehung in dem Sinne. Und da müssen wir also ganz anders, müssen wir rauskommen aus den Ideen und Konzepten des 20. Jahrhunderts und endlich dort ankommen, wo wir gerade sind, in einer Welt, die jetzt in eine rasante Vernetzung gehen wird. Irgendwo habe ich gehört, ich glaube, es war in Aspen, hat jemand erzählt, wir haben im Augenblick 16 Milliarden Maschinen, die miteinander vernetzt sind. 2020 sind es angeblich 40 Milliarden Maschinen, die miteinander vernetzt sind. Das müssen wir vorbereiten. Da müssen wir unsere Systeme drauf anspitzen und uns selber darauf vorbereiten, dass auf einmal selbst die Stühle hier in diesem Raum davon sprechen werden, wie viele Menschen anwesend sind oder nicht. Und das ist eben die Zukunft der nächsten 4-5 Jahre. Und sind wir dazu bereit oder sind wir es nicht? Und ich denke eben nicht. Und das sind eben diese Beweise, gerade auch in den humanitären Strukturen
oder Entwicklungshilfeorganisation immer wieder, wir sind es noch nicht. Kann ich? Bitte. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zu den Schulen. Ich glaube, wir sind auch in einer Umbruchzeit. Die Schulen sind auch für soziales Lernen von sozialen Verhalten wichtig. Und es gibt ja auch gute Schulen. Ja? Es gibt ja nicht nur autoritäre Lehrer, sondern es gibt auch andere. Aber wenn ich sage, wir sind in einer Umbruchzeit, dann möchte ich das Beispiel, was auch die Staatssekretärin genannt hat, E-Government nennen. Da funktioniert manches und manches funktioniert nicht, und es wäre besser, wenn es besser funktionierte und wenn da nicht nur so ein bisschen eine Pioniersituation im Moment noch herrschte, wie sie tut. Ein Beispiel: in meinem Bezirk wurden jetzt Parkpickeln eingeführt. Es ist unmöglich, es online zu bestellen, weil es einfach überfordert ist, das Netz. Ein zweites. In einer Woche ging es noch. Ja. Haben Sie aber also, wir definieren jetzt gerade Wien als Entwicklungsgebiet. Ja. Gut, dass die Frau Staatssekretärin weg ist. Ein zweites Beispiel: Ich fände es gut, wenn Wahlkarten auch digital betreut werden könnten, dann ist man nicht von Klebstoff abhängig. Ja? Und auch nicht, müsste sich nicht fragen, warum der Klebstoff nicht geht. Es ist das zu diesem Thema. Was nun die Medienvermittlung betrifft, die Informationsvermittlung, basierend auf den digitalen Quellen, die wir haben, oder auf den Quellen, zu denen wir digital zugreifen können, das sind ja nun nicht nur die üblichen News-Agenturen oder die Korrespondenten, sondern wir haben die Social Media, die ja auch einen großen Informationsgehalt haben. Viele Journalisten kommunizieren vorwiegend über Twitter zum Beispiel, was auch alles sehr verkürzt. Es ist inzwischen so weit, dass große Medienunternehmen wie zum Beispiel New York Times spezielle Editors haben, die Informationen, die über Social Media kommen oder durch ungeklärte Quellen, versuchen zu verifizieren, sie aufzunehmen, eine Datenbank zu machen mit diesen Informationen, um sie möglichst klug gefiltert oder klug verifiziert, je nachdem, verwenden zu können. Das ist eine völlig neue Branche, die sich da auftut im Medienbereich. Und darauf muss man auch hinweisen, wenn man über Digitalisierung spricht. Wir können nicht mehr einfach nur vertrauen, was wir bekommen, sondern wir müssen es gegenchecken, und wir brauchen Spezialisten, die das für uns tun, weil wir alle können das nicht lernen. Es gibt mittlerweile eigene Agenturen, die das machen. Die, die checken zum Beispiel auf einem Bild, ob das Wetter zu jenem behaupteten Zeitpunkt der Aufnahme gestimmt hat und korreliert mit dem Wetter vor Ort, wo das Bild angeblich herstammt, etc. Aber jetzt für mich eine ganz zentrale Frage ist: Es gibt so einen Techno-Optimismus momentan weltweit, der durchaus vom Silicon Valley irgendwie sehr bedient wird, wonach man irgendwie alle unsere sozialen Probleme eben durch Big Data, durch mehr maschinelle Intelligenz lösen kann. Stehen Sie als NGOs auch unter diesem Druck, dass Ihnen quasi auch Lösungen aufs Auge gedrückt wird, wie der Wiener sagen würde, Herr Thaler, ohne eben, dass Sie das Hinterland auch weiter betreuen, was der Kilian Kleinschmidt angesprochen hat, dass die Strukturen ja nachziehen müssen, den Technologien, beziehungsweise Technologien ja irgendwie angepasst werden sollen auf den Bedarf und nicht wie jetzt zum Beispiel bei Smart Cities Lösungen angeboten werden, für die es noch keine Probleme gibt. Ja. Also nochmal, ich bin auch ganz von Kilian Kleinschmidt. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Die Systeme müssen lernen, damit umzugehen. Ich bin nicht kritisch. Wie gesagt, also wir sind dabei, wirklich diese, vor allem die Vernetzung, und vielleicht nochmal dann kurz auch auf Ihren Kommentar zurückzukommen, stärker und besser zu nutzen, für uns zu nutzen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wird uns da was aufs Auge gedrückt? Nein. Also wir bestimmen wirklich schon noch selber, welche Technologien wir zum Einsatz bringen wollen und welche, und vor allem in dem Feld, wo wir tätig sind. Es ist dann immer sehr interessant, wenn wir mit Unternehmen und auch mit Universitäten, und es gibt hier sehr gute Kooperationen, wenn wir hier sprechen und wenn wir denen auch erklären, was bedeutet denn diese humanitäre Arbeit im Feld wirklich. Also wir haben gesehen, die Konnektivität ist nicht immer gegeben oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Wenn wir über den Südsudan sprechen, sprechen wir über ein Land, das 200 Kilometer asphaltierte Straßen hat und aber so groß ist wie Frankreich. Also wir sprechen hier von einem ganz anderen Setting, und hier ist es natürlich spannend, das, was Unternehmen anbieten können mit den neuen Technologien, versuchen, in diesen Kontext anzupassen.
Und wir haben hier auch im Wiener Büro sehr interessante Kooperationen mit der Universität in Salzburg, aber auch mit der TU hier gab es bereits ein Projekt, wo es darum geht, wie können wir Satellitenbilder nutzen und besser auswerten. Algorithmen werden hier erstellt, um zu sagen, okay, das Flüchtlingscamp, das neu gebildete, wird schneller analysiert. Sie deuten jetzt an Ihre App, MapSwipe heißt das, glaube ich. Genau. Wo es darum geht, dass die Crowd, also jetzt sind wir Thema Crowdsourcing, dass man Leute dazu bringt, dass sie quasi helfen, Karten für entlegene Gebiete zu erstellen, wenn ich das recht verstanden habe. Wir haben hier mehrere, es gibt hier mehrere Elemente, um das kurz zu erklären. Es gibt einerseits sozusagen die klassische GIS, Geographic Information System, mit Satellitenbilder, die man sozusagen das Basisbild, die Basismap zur Verfügung stellt. Und es gibt dann sozusagen die Open Street Map, wo wir wirklich die Crowd auch nutzen, um wirklich auch valides und gutes Kartenmaterial zu erstellen. Und das sozusagen im Ebola-Einsatz war das etwas, was wir ganz stark genutzt haben, um wirklich auch sozusagen das Tracing, das Nachvollziehen des Ausbruchs der Epidemie besser darstellen zu können auf Karten und eben auch zu zeigen, wo muss man jetzt unmittelbar sein. Das, was vor 2 Wochen gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Und hier braucht es eben, und hier eben ist diese neue Technologie wunderbar, sie muss eben nur richtig zusammengeführt werden mit den Leuten, die eben auch im Feld arbeiten. Es wird niemals, also ich bin der Ansicht, vor allem im medizinischen Bereich und im humanitären Bereich, oder medizinisch-humanitären Bereich, es wird immer die Person vor Ort brauchen, die Einschätzung dann kombiniert mit dem, was wir an Daten und neuen Tools eben auch liefern können. Und das ist sozusagen die Herausforderung, vor der wir stehen, um auch unsere Systeme hier anzupassen. Also, bitte. Ja, dazu ist natürlich sehr spannend, was wir über die letzten, sagen wir mal, 12 Monate hier erlebt haben, auch bei uns, nicht? Also, wo ja nun irgendwie das Thema Migration und Flucht auch mal angekommen ist, sagen wir es mal so. Und wo sich auf einmal ganz viele Menschen Gedanken darüber gemacht haben und machen mussten, was ist denn das eigentlich, Migration und Flucht? Und interessanterweise war eine der ersten Reaktionen, sagen wir mal, von der Tech-Community eben zu schauen, was können wir denn machen. Und da gibt es also sehr viele Beispiele, da gibt es natürlich auch eine Untersuchung inzwischen darüber, was haben denn die ganzen Apps eigentlich verändert. Und die Antwort ist relativ einfach, ziemlich wenig. Und da kommen wir wieder an das Vorbeiplanen im Grunde an dem wirklichen Bedarf. Das hat sich keiner richtig angeschaut, sondern das hat die Tech-Szene hat gebastelt und dann gedacht, na, das wäre doch toll, wenn wir also diese App jetzt im Grunde hier nutzen. Und ganz wenige von diesen Apps werden auch wirklich genutzt. Es gibt die Verbindung, die Vernetzungsgruppe TechFugees, sollte man mal schauen, die hat im Oktober letzten Jahres angefangen, ist inzwischen in 25 Ländern vertreten, wo die Tech-Community sich zusammenschließt und versucht, Lösungen zu finden, aber wiederum für eigentlich nicht existierende Probleme. Und da wird es problematisch. Und da kommen wir wieder zurück, wie können wir das nämlich umdrehen, dass man wirklich das von den Menschen ausgeht und dass das humane Element in dem Ganzen weiterhin der Schlüssel sein muss für jegliche Vernetzung. Das ist auch das Konzept von unserem Switchboard. Das heißt, selbst wenn wir Ressourcen finden, müssen die Ressourcen oder die Partnerschaften immer noch von Menschen zusammengeschraubt werden und zusammengebracht werden. Es geht nicht nur mit Maschinen. Das humane Element, Thomas Gradl, ich stelle mir vor, dass in Ihrem Bereich das auch sehr wichtig ist, nicht nur, indem Sie Whistleblower vielleicht rekrutieren. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie damit um, mit der Breite? Sie meinen jetzt mit unseren... Crowdsourcing mit, zum Beispiel, ja. Also wir sind hier als, das muss man vielleicht vorher kurz erklären, Transparency International hat ein Headquarter, ein internationales Sekretariat in Berlin und dann sogenannte National Chapters, also Nationalbüros in über 100 Ländern weltweit. Wir hier in Österreich sind eines dieser Nationalbüros. Und wir basieren unsere Arbeit natürlich sehr stark auf Freiwilligen, auf Aktivisten, die sich für die Sache einsetzen. Das reicht von Studenten bis hin zu pensionierten Beamten der Europäischen Union, also wirklich durch die Bank, alles dabei. Und da hat das Internet natürlich auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, diese Leute anzusprechen, diese Leute zu finden, sei es über die sozialen Medien, sei es über E-Mail-Verteiler oder über
über ganz konkrete Crowdfunding- oder Crowdsourcing-Tools, die man da nutzen kann, wo die Leute auf unsere Projekte stoßen und sagen, hey, das finde ich toll. Oder die Website selber natürlich auch. Und sagen, da würde ich gerne mal mehr darüber wissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich sind auch Fragen von Ihrer Seite erlaubt. Ich hoffe, es gibt welche. Und sind Sie fraglos glücklich? Bitte, in der zweiten Reihe da. Sie bekommen ein Mikrofon und bitte stellen Sie sich kurz vor. Da, ne? Logistiker sind gefragt hier. Mein Name ist Max Hanokur. Hört man mich? Bin von der Firma Factline. Wir machen so Internetkommunikationsplattformen. Meine Frage ist folgende. Im Internet die meisten NGOs, und jetzt meine ich primär auch ein bisschen kleinere NGOs, weil hier haben wir sehr oft von größer dimensionierten NGOs gesprochen. Kleiner dimensionierte NGOs, die verwenden Tools wie Dropbox, die verwenden Facebook, um dort sich zu koordinieren und so weiter und so fort. Ich möchte eine Frage stellen, die in die Richtung geht, das sind ja eigentlich große Anbieter, die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen und die NGOs sind davon abhängig, dass diese Infrastruktur funktioniert. Ja? Da gibt es die Fragestellung, wenn die Geschäftsbedingungen ändern von einem Tag auf den anderen, könnte es sein, dass ich plötzlich halt einfach keine Infrastruktur mehr habe, auf der ich agieren kann. Wie sehr ist das eigentlich ein Thema? Das Zweite, was ich fragen wollte, es ist doch so, dass die Sicherheit ja, von vielen von diesen Systemen oft sehr fraglich ist oder ungeklärt ist. Ja? Und wenn ich doch wirklich eine wesentliche Arbeit für die Gesellschaft mache, und das sind eigentlich so wackelige Systeme, oder ich kenne die Geschäftsbedingungen gar nicht genau, ist das nicht auch sehr riskant? Ja, das ist eigentlich mal meine Frage ans Board. Thema Sicherheit beginnen wir vielleicht mit Report ohne Grenzen, Rubina Möhring. Ja, wir haben da auch sehr viel bei uns diskutiert darüber, gerade weil wir ja auch sehr spezielle Informationen bekommen und dann kommunizieren. Also wir arbeiten ja damit, dass wir wissen, wie die Situation in den einzelnen Ländern ist, in den einzelnen Fällen in den Ländern ist und machen einfach publizistisch Druck, indem wir Pressreleases rausgeben, das veröffentlichen und damit Druck auch auf die Regierung ausüben. Übrigens, wer das unterstützen will, unten liegen dann Informationsmaterial von uns, kann das gerne tun. Diese Geheimnisbewahrung ist eine sehr schwierige und eine sehr gefährliche Geschichte auch, wo wir versuchen, sehr vorsichtig zu sein, wo uns aber auch klar ist, also gerade Dropbox und so weiter, das ist eigentlich auch Marktplatz, mehr oder minder, ja, sodass wir doch versuchen, ein eigenes System zu haben, wo wir das Gefühl haben, zumindest relativ sicher zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich sicher ist oder nicht. Die Social Media kommen für uns überhaupt nicht in Frage, für interne Kommunikation, natürlich für externe schon, also für PR-Geschichten, für Werbung und so weiter, ja, für Information, aber für interne Kommunikationen überhaupt nicht. Und ich sage Ihnen noch eins, und das ist nicht retro gedacht, sondern das ist einfach, hat sich jetzt wieder verstärkt ergeben. Wir schicken immer wieder, wir haben über 100 Büros in der Welt und machen ja auch ein Ranking jährlich über die Situation der Informationsfreiheit international, wo die Länder dann einen bestimmten Platz zugewiesen haben. Österreich steht, glaube ich, auf Platz 7 jetzt, Eritrea ist immer das Schlusslicht. Aber wir haben nicht darauf verzichtet und machen das auch wieder verstärkt, dass wir Missionen in Länder schicken. Wir haben unsere Korrespondenten, wir haben unsere Büros, wir haben auch Sektionen, wie zum Beispiel hier in Österreich, aber wir stellen Missionen zusammen, die in die Länder fahren, um mit den Menschen zu sprechen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Das persönliche Gespräch ist nicht ersetzbar. Das ist uns klar geworden und gerade weil wir uns mit Kommunikation auseinandersetzen oder für diese eintreten, deren Schutz eintreten, kommen wir zu diesem ganz schlichten sozialen Verhalten zurück, sagen wir mal so, was man in der Schule vielleicht nicht immer lernt, nicht an allen Schulen, dass wir hinfahren, reden, unsere Reports machen. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um durch diesen Dschungel, diesen digitalen Dschungel, durchzukommen und um auch nicht von diesen ganzen gefährdeten Sicherheitssystemen abhängig zu werden. Ich gebe die Gretchenfrage weiter, Herr Rubatscher. Wie halten Sie es mit Social Media? Bei Ihnen ist es vielleicht nicht so sensibel, oder doch?
Ja, also proprietäre Systeme nämlich nutzen? Für externe Kommunikation natürlich, gleich für interne Kommunikation ist es nicht nutzbar. Ja. Wir haben unsere eigenen Systeme, unser eigenes Internet, unsere eigene Mail-Server. Wir haben vor Jahren noch die Probleme gehabt, dass eine Reihe unserer Landesvereine zum Teil ein schwindlige, kleinere Systeme verwendet haben, aber das haben wir abgedreht. Das hat also in Osteuropa angefangen und ist jetzt weltweit also vereinheitlicht worden. Da legen wir schon sehr viel Wert auf Sicherheit und wir lassen uns auch immer wieder extern untersuchen. Und gerade die letzten zwei Wochen den technischen Überwachungsverein in Deutschland bei uns. Also zertifizieren quasi. Zertifizieren, wir sind bei der Datenschutzbehörde gemeldet und die lassen uns auch untersuchen und zertifizieren, dass wir von außen her gegenüber Eindringlingen geschützt sind. Also da geht einiger auf und hinein, anders wäre es auch nicht möglich, das wäre viel zu riskant. Bei Ihnen geht es auch um sensible Daten, Herr Gadl? Teilweise natürlich. Also wir setzen natürlich auch die sozialen Medien ein in die Kommunikation nach außen. Wenn da mal wieder sich die Geschäftsbedingungen ändern und Facebook wieder irgendwas weiterverkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, ist uns das relativ egal als Transparency. Wir sind ja transparent und alles, was wir da auf den sozialen Medien posten, steht sowieso auf unserer Homepage, kann sich jeder runterladen. Ob das dann auf noch zwei, drei Seiten irgendwo auftaucht, ist relativ egal. Wofür wir uns aber auch sehr stark einsetzen, ist natürlich der Schutz von diesen sogenannten Whistleblowern, also Stichwort Edward Snowden, die Straftaten oder irgendwelche Delikte, Misswirtschaft aufdecken. Und das, also wir fördern das, wir sind dafür, dass in jeder Behörde, in jedem Unternehmen eigentlich so ein Whistleblowing-System eingerichtet wird, wo man intern Missstände, die man aufgedeckt hat, an denen man vielleicht sogar beteiligt war, dass man das da signalisieren kann. Und da muss die Anonymität natürlich gewährleistet sein. Das ist datenschutzrechtlich ein großer Aufwand, weil einerseits, wie gesagt, Anonymität muss gewahrt bleiben, andererseits brauchen die Behörden oder die Stelle, an die diese Meldung geht, die Möglichkeit, den Melder wiederum zu kontaktieren, wenn irgendwelche Nachfragen sind. Wenn ich irgendwo anonym was in den Postkasten werfe, dann haben die die Informationen, die können mich aber nicht mehr kontaktieren, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht vollständig ist. Denn der Melder hat ja nicht immer das juristische Verständnis, was genau eine Behörde braucht, um sowas zu verfolgen. Das heißt, es muss die Möglichkeit gegeben sein, den wieder zu kontaktieren. Das ist möglich. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja so eine Hotline jetzt eingerichtet. Verschiedene Behörden, einzelne Unternehmen haben sowas auch, um das intern zu klären. Das ist aber IT-mäßig ein großer Aufwand. Nur hier eben das Gleiche, die Technik existiert, man muss nur halt einmal die Zeit investieren, um sich wirklich damit zu beschäftigen, um so ein System aufzubauen. Das kostet dann auch Geld, aber wenn es einmal läuft, dann lohnt es sich. Gerade für solche Unternehmen. Sie haben vielleicht gehört von dem Olympus-Skandal, Michael Woodford, den aufgedeckt hat, also der große Kamerahersteller. Wenn sowas intern erstmal gemeldet wird, intern untersucht werden kann, dann kann man von so einem Unternehmen großen wirtschaftlichen Schaden und Image-Schaden vor allem abwenden, wenn es nicht sofort öffentlich wird, ein großer Skandal. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich, in sowas Zeit und Geld zu investieren, weil es im Nachhinein Kosten ersparen kann. Herr Kleinschmidt. Ja, ich bin nun selber ein Opfer von WikiLeaks geworden und ein höchst brisantes Kabel der amerikanischen Botschafterin wurde veröffentlicht und bin selber dadurch auch in, sagen wir mal, schwierige Situationen gekommen, in Pakistan auch. Und ich habe also dadurch auch gelernt, dass also die Informationen, wenn einer will, dann schafft er das auch und wird es auch bekommen. Von daher bin ich dann auch wiederum bei Ihnen, mag das auch dann mit einer Zeitung irgendwo zu sitzen und dann mit jemandem so zu reden, selbst wenn auch da oft mitgehört wird. Mhm. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist nochmal, und die ist so ein bisschen untergegangen jetzt, die Abhängigkeit von kleinen Organisationen und kleinen Strukturen, die in irgendwelche Dinge nicht selber investieren können. Und ich glaube, das ist schon, und das ist schon ein größeres Thema, das auch gerade über das letzte Jahr natürlich groß aufgekommen ist, weil wir ja nun auf einmal gelernt haben, hat auch Frau Staatssekretärin ja richtig auch nochmal darauf hingedeutet, wir haben uns mobilisiert, wir haben uns miteinander vernetzt, ob das nun am Westbahnhof war oder in München am Bahnhof oder wo auch immer, miteinander vernetzt und sehr viele neue, kleine, im Grunde sehr flexible Strukturen sind entstanden.
Und dafür gibt es eigentlich keine eigene Infrastruktur, die sowas mit unterstützt und auch sicher mit unterstützt, sodass die nicht nur abhängig sein müssen von Facebook und anderen Medien. Und ich glaube, da muss man sich nochmal drüber überlegen, wie kann ich denn Leute, die überhaupt keine Möglichkeit haben, in irgendwas zu investieren, wie jetzt die Großen, die hier am Tisch sitzen, wie kann man die dabei unterstützen, dass sie das tun können? Ich meine, ich habe das Thema selber gehabt. Ich musste für mein eigenes Start-up pro bono Arbeit finden hier von der Firma hier, die uns dabei geholfen hat, einfach den Website aufzubauen und so weiter. Also das sind so Dinge, die man eigentlich berücksichtigen muss in einer modernen Welt, wo die Strukturen im Grunde und idealerweise immer kleiner sind, wo die Monsterorganisationen der Vergangenheit angehören werden, sondern klein und effektiv und dezentralisiert. Jetzt muss man immer aufpassen, wenn man über das Netz spricht, dass man nicht in so einen Effektivitätsdiskurs reinkommt, wo es einfach nur mehr darum geht, schneller, weiter, höher, ohne zu schauen, wie sich Qualitäten zum Beispiel verändern. Darum würde ich gerne in der letzten Runde auf diesem Podium gern fragen, hat sich die Qualität Ihrer Arbeit definitiv durch das Netz verbessert und wie genau? Herr Gadl, beginnen wir rechts. Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Einfach weil man für unseren Vereinszweck natürlich viel mehr Chancen hat, Druck auszuüben auf die Entscheidungsträger, die Dinge zu fordern und zu erreichen, die man auch gerne hätte. Stichwort wieder Operationsliste, Lobbyingregister und so weiter. Einfach dadurch, weil dieses Argument, das ist viel zu viel Aufwand und wenn wir es in irgendeinem 500-Seiten-Bericht veröffentlichen und drucken und da 5 Exemplare bei uns zum Abholen bereitlegen, wer kommt denn irgendwie von Innsbruck, den es gerade interessiert? Das holt sich ja niemand ab. Und einfach dadurch, dass man die Daten jetzt so leicht für jedermann weltweit zugänglich machen kann, haben sich für uns die Möglichkeiten sehr, sehr erweitert, da Druck auszuüben. Ja. Kinderdörfer international, Herr Robertscher. Ich glaube unterm Strich schon, oder auf jeden Fall. Wir haben bessere Möglichkeiten, breitere Möglichkeiten, unsere Anliegen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, für Kinderrechte zu kämpfen, zu fundraisen. Wir haben auch bessere Möglichkeiten, unsere Mitarbeiter auszubilden, ja, und zu koordinieren. Und wir haben auch bessere Möglichkeiten zu schauen, eine gewisse Qualitätskontrolle auf einem gewissen Level zu machen, global über die Arbeit, die wir leisten. Und ich glaube auch die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen NGOs sind gestiegen und werden weiter steigen. Und das hilft uns unterm Strich auch natürlich. Herr Thaler? Ja, also auf alle Fälle, ich glaube, das wäre es nicht zu sagen, die Möglichkeiten, die sich uns heutzutage bieten, dass das keine Verbesserung zu keiner Verbesserung beiträgt. Ich nehme nur das Beispiel der Telemedizin. Ja, also für uns eben auch wiederum in schwierigsten Gebieten wirklich medizinische Expertise zu bekommen, ist über Web-Systeme, spezielle Telemedizinsysteme einfach und ist ideal. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz was anderes sagen. Ich glaube, es wird auch, und das ist das auch, was der Herr Kleinschmidt in seinem Vortrag vorhin angesprochen hat, es wird auch, glaube ich, zu mehr Ehrlichkeit und, wenn man so will, auch Transparenz führen. Nämlich nicht, indem wir berichten, sondern über den, sozusagen, unsere Klienten oder Beneficiaries oder Patienten in unserem Fall darüber urteilen werden, ähnlich wie wir es heute machen bei TripAdvisor, wo wir ein Hotel beurteilen, werden uns unsere Beneficiaries beurteilen, wie gut unsere Arbeit im Feld ist, wie gut unsere Projekte sind. Und es wird dann hoffentlich der Vergangenheit angehören, dass ein Bild, das in Somalia von einer Ernährungskrise gemacht wurde, dann damit dazu verwendet wird, damit Gelder für Projekte in Djibouti zu lukrieren. Ich glaube, hier wird es zu mehr Ehrlichkeit kommen. Also davon bin ich überzeugt. Robina? Ja, auf alle Fälle, es ist ein Vorteil. Ich meine, wir wissen ja alle, dass wichtige Dinge jenseits von Bürozeiten passieren. Auf diese Art und Weise ist man nicht von Bürozeiten ganz schlicht gesagt abhängig, sondern man kann sofort reagieren, wenn Notsituationen entstehen und das ist wichtig und notwendig, dass man das tut. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die interne, abgesehen von der externen, auch die interne Kommunikation unheimlich erleichtert. Man gibt gemeinsame Papers raus und schickt sie herum, um sie gegenseitig abzudaten und zu korrigieren.
man hat die internen Informationen auf den Datenbanken, wie man es braucht. Also ich meine, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Gerade bei unserer NGO, die sich mit Medien auseinandersetzt und Informationsfreiheit, wie das eigentlich gegangen ist bei der Gründung unserer Organisation. Und das war immerhin 1985. Ja? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen und ich muss sagen, ohne Internet und die digitale Welt wären wir aufgeschmissen. Herr Kleinschmidt, ich habe noch diese leise Wehmut nach den alten Zeiten von Ihrem Vortrag im Ohr. Überwiegt dennoch das Positive? Ja, auf jeden Fall. Ich kämpfe gerade mit einem Versuch, mich hier mit Erbil in Kurdistan, mit New York zu verbinden, um an einem Projekt zusammen weiterzuarbeiten. Ich habe vergessen zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht. Das ist Vernetzung. Ja, passiert jetzt gerade hier. Wie gesagt, muss ich diese Telefonkonferenz absagen, aber das ist eben ein Vorteil. Und ich glaube, und ich, da bin ich sehr mit Rifkin irgendwo, dass die Vernetzung die Zukunft, die einzige Chance für das Überleben der Menschheit ist, aber wir müssen sie managen. Und in dem Sinne für jemanden wie mich, der versucht, schon wieder, jemand, der versucht, die Kapazitäten, die Ressourcen, das Know-how, das es auf dieser Welt gibt, wo ich davon überzeugt bin, dass es eigentlich dazu ausreicht, die meisten Probleme auch zufriedenstellend zu lösen, dass jemand wie ich eben in einem Monat wie diesen September in 20 verschiedenen Städten ist, mit Menschen in etwa 40 oder 45 verschiedenen Ländern zusammenarbeitet, dass die einzige Chance ist, auch effektiv das zu tun und dass wir das eigentlich wirklich nutzen müssen, aber intelligent nutzen müssen. Und ich glaube, dass wir im Augenblick etwas zu schnell für bestimmte Dinge und müssen das so ein bisschen, da kommt so die Wehmut wieder, ein bisschen stabilisieren, damit das wirklich das System der Zukunft auch gemeinsam gestalten können. Sie müssen wissen, die Vernetzung hat auch etwas ganz Physisches, nämlich jedes Mal, wenn das Handy vom Kilian Kleinschmidt läutet, dann vibriert der ganze Tisch. Ich danke Robina Möhrer und den Herren hier. Und Sie, ich darf sehe, ich jetzt, wer anruft. Das ist die Transparenz, dann wissen Sie. Ich darf Sie jetzt runterlotsen, einen Stock tiefer in die Kaffeepause und würde Sie bitten, in einer halben Stunde circa wieder zurück zu sein. Nutzen Sie vielleicht auch die Gelegenheit, die Ausstände und Präsentationen der Aussteller sich anzuschauen. Bis später.